Hallo, herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Eltern bei der Ars Electronica Home Delivery. Ich würde euch und Ihnen jetzt gern eine kurze Reise durchs Universum präsentieren, aber heute bleiben wir eher in der Nähe von zu Hause, in der Nähe unserer Erde. Aber ich erkläre noch kurz, warum ich hier so ein Handy in der Hand habe. Mit diesem Handy kann ich die Erde drehen. Das werden wir in den nächsten 10 bis 15 Minuten noch ordentlich ausnutzen. Mein Name ist Julia und ich bin jetzt sozusagen der Herr über das Universum. Fangen wir mal an. Ich habe jetzt hier die Erde hinter mir. Die Erde ist auf einer Seite dunkel, auf der anderen hell. Das kennen wir alle aus dem Alltag. Morgens geht die Sonne auf, abends geht sie unter. Wir nennen das einen Tag. Aber wie funktioniert das jetzt wirklich, wenn man sich das Ganze von außen ansieht? Dazu werde ich uns ein bisschen weiter hinausfliegen, sodass wir einen kleinen Überblick bekommen über unser Sonnensystem. Wie der Name schon sagt, ist das Sonnensystem ein System mit unserer Sonne im Zentrum. Das heißt, die sehen wir hier, die Sonne, sie ist unser Kraftwerk. Sie spendet uns Licht und Wärme und ohne die Sonne gibt es hier auf den anderen Planeten gar kein Leben. Und wenn ich jetzt von den anderen Planeten spreche, dann meine ich diese grünen Linien hier eigentlich, also das sind die Umlaufbahnen der Planeten, die hier eingezeichnet sind. Alle Planeten im Sonnensystem, es gibt 8 an der Zahl, kreisen um unsere Sonne und kriegen von ihr Licht und Wärme. Aber wir auf der Erde, auf Planet Nummer 3, brauchen das am allermeisten. Schauen wir uns das mal an. Die Sonne scheint also in alle Richtungen die ganze Zeit. Wie ergibt sich das jetzt, dass es nicht immer überall hell ist? Ganz einfach. Unsere Erde, die dreht sich. Sie dreht sich nicht nur um die Sonne, sondern auch um sich selbst. Und damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, fliege ich uns so direkt über den Nordpol. Wenn wir uns jetzt hier auf den Nordpol stellen würden und runterschauen, dann müssen wir uns das so vorstellen, dass unsere Erde sich gegen den Uhrzeigersinn um sich selbst dreht. Das heißt, es wird immer ein anderer Bereich angeleuchtet. Dort ist gerade Tag, auf der anderen Seite ist Nacht. Ganz einfach. Und wo wir gerade dabei sind, drehe ich jetzt einfach mal unsere Erde um und wir schauen uns die Nachtseite an. Das ist nämlich ganz interessant. Die ist nicht dunkel. Die Sonne kommt nicht hin, aber wir Menschen, wir sind inzwischen schon ziemlich nachtaktiv. Wir schalten nachts das Licht ein. Und wenn ich jetzt unseren Planeten wieder näher heranhole, dann sehen wir gleich, hier in Australien zum Beispiel brennt das Licht. Das sind die Städtebeleuchtungen. Und wir sehen es auch hier, wo sich gerade die Tag-Nacht-Grenze befindet. Hier ist Japan, es ist hell beleuchtet. Jetzt habe ich erklärt, wie ein Tag entsteht, aber ich habe auch schon erwähnt, dass die Erde sich um die Sonne dreht, also nicht nur um sich selbst. Und ich würde das gerne nochmal aus der Vogelperspektive, wenn man das so sagen kann, erklären. Stellen wir uns vor, die Sonne hat eine Leine, die ist ca. 150 Millionen Kilometer lang und da hängt unsere Erde dran. Also von der Sonne bis zu unserer Erde sind es ca. 150 Millionen Kilometer und die Sonne schleudert die Erde immer im Kreis an dieser Leine und zufällig passiert das auch gegen den Uhrzeigersinn, also genauso wie sich die Erde um sich selbst dreht. Und die Zeit, die die Erde für so eine Umdrehung um die Sonne braucht, die nennen wir ein Jahr. Wie passiert das jetzt, dass es Jahreszeiten gibt? Diese Umlaufbahn um die Sonne, die ist in etwa kreisförmig, nicht ganz, es ist eigentlich eine Ellipse, also ein bisschen ein länger gezogener Kreis und auf dieser Umdrehungsachse liegt unsere Erde ein bisschen schief, also sie steht sozusagen nicht ganz gerade vor der Sonne, sondern ist so ein bisschen nach hinten gebeugt, genauer gesagt um 23,5 Grad. Und dadurch ergibt sich, wenn es bei uns in Europa Sommer ist, dann sind also wir in Europa auf der Nordhalbkugel ein bisschen näher der Sonne zugeneigt und die Menschen zum Beispiel in Australien, bei denen ist Winter. Wenn bei uns in Österreich, in Europa Winter ist, dann schauen wir ein bisschen weg von der Sonne
Und die Südhalbkugel in Australien kriegt mehr Sonne ab. Dadurch ist dort unten Sommer. Und jetzt würde ich gern einen ganz besonderen Effekt einschalten, was wir in echt nämlich gar nicht erleben können, nämlich, dass es überall Nacht ist auf der Erde. Sehen wir uns das mal an, wie das aussieht. Vor allem, wie es heutzutage aussieht, man kann im Vorbeiflug an der Erde erkennen, wo man sich gerade befindet, weil die Kontinente hell erleuchtet sind. Also überall dort, wo wir diese Lichter sehen, sind Städte. Je heller beleuchtet, desto größere Städte. Und eigentlich sieht es ganz schön aus, bloß stellt euch mal vor, ihr lebt in so einer großen Stadt, die so hell beleuchtet ist, versucht dann mal einen Sternenhimmel zu sehen. Das ist leider fast unmöglich, weil dieses Licht so hell ist, dass es die Sterne übertüncht sozusagen. Und wenn wir jetzt auch gerade noch bei der Erde sind, dann kann ich noch einen anderen Effekt einschalten mit diesem Steuerungshandy. Wir können uns auch ansehen, wie die Menschen auf der Erde verteilt sind. Die sind nämlich nicht überall gleich verteilt, sondern es gibt so einen Begriff, der heißt Bevölkerungsdichte. Wie viele Menschen leben auf einem Quadratkilometer? Und dort, wo ihr diese roten Flecken seht, wie hier zum Beispiel in Mexico City, da wohnen ganz, ganz viele Menschen auf einem Haufen. In anderen Gegenden, zum Beispiel in Wüsten, ist die Erde ja nicht so schön zum Wohnen. Das ist ganz hell hier auf dieser Darstellung. Hier in der Wüste Sahara wohnt verständlicherweise fast niemand. Also man sieht da hier eine ganz geringe Bevölkerungsdichte. Aber jetzt haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen. Ich habe die Sonne gezeigt, die Erde und wie sich die drehen. Aber da gibt es ja auch noch den Mond. Und den habe ich jetzt hier hinter mir wieder zum Glück mit einer roten Umlaufbahn eingezeichnet, damit wir ihn gut sehen. Der Mond, der braucht so ca. 27 Tage, um sich einmal um unsere Erde zu bewegen. Und wir auf der Erde sind immer bloß die gleiche Seite vom Mond. Der bewegt sich nämlich genau so, dass er uns immer nur mit dem Gesicht anschaut, sozusagen. Und von hier zum Mond bis zur Erde sind es etwa 384.000 Kilometer. Und das da ist der einzige Himmelskörper, wo bisher Menschen waren. Die Menschen sind sehr ehrgeizig und neugierig, sie möchten gern weit hinaus, aber es war noch nicht möglich, weiter hinaus zu fliegen als bis zum Mond. Als nächstes ist es geplant, den Mars zu erreichen, aber heute fliegen wir nicht zum Mars. Ich würde gern zeigen, was die Menschen so alles in die direkte Umgebung unserer Erde schon geschossen haben, nämlich haben sie einige Objekte gebaut, die da oben rumfliegen, und das allergrößte sehen wir uns jetzt gleich an. Was ist das für ein Ungetüm? Holen wir es mal ein bisschen näher heran. Ich sehe hier eine japanische Flagge, aber nicht nur Japan hat hier mitgebaut. Dieses Etwas ist die Internationale Raumstation ISS. Und wie der Name schon sagt, haben verschiedene Nationen und natürlich auch verschiedene Weltraumbehörden hier mitgewirkt. Auch Österreich ist dabei. Österreich ist Teil der Europäischen Raumfahrtbehörde. ESA steht für European Space Agency, das heißt, hier ist auch Österreich dabei. Japan, Kanada, Russland und die NASA als Weltraumbehörde der USA wirken mit. Und wir befinden uns in etwa 400 Kilometern Höhe über unserer Erde. Und wir sind unglaublich schnell. Wir brauchen 1,5 Stunden um unseren Erdball. Also das ist schon unglaublich. Viel schneller als ein Flugzeug es auf der Erde je schaffen könnte zu fliegen. Das ist aber nicht das einzige Objekt, das da oben rumfliegt. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher die Bilder für den Wetterbericht kommen? Wie euer Handy funktioniert, das Satellitenfernsehen. Das war jetzt schon ein ziemlich deutlicher Hinweis. Es geht um Satelliten. Satelliten sind eigentlich auch so ähnlich wie die Raumstation, die wir gerade gesehen haben, nur viel kleiner. Auch Dinge, die Menschen gebaut haben und die um unsere Erde fliegen, manche ziemlich hoch. Also da drüben sehen wir einen Orbit, der ist etwa 36.000 Kilometer hoch. Andere sind viel niedriger, etwa 800 Kilometer. Und da haben wir jetzt nur
100 Satelliten eingeblendet. Nur so als Beispiel, aber es sind mindestens 2000 da oben, so genau weiß man das gar nicht mehr. Und die brauchen wir für unser modernes Leben. Also ohne diese Satelliten, ja, ging sehr vieles nicht, was wir als selbstverständlich erachten. Ich würde sagen, das war jetzt schon eine ziemlich dichte Einführung in die Erde, Jahreszeiten, Tag, Nacht und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fliege noch mal kurz hinaus, damit ihr einen Überblick über das Sonnensystem kriegt. Ich hoffe, ihr kommt bald wieder vorbei beim Deep Space für Familien bei der Ars Electronica Home Delivery. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao!